Seit über 100 Millionen Jahren zwingt die Drift der Kontinente die ozeanische Erdplatte im Westen Südamerikas zum Abtauchen. Es entstehen gewaltige Spannungen. Teils entladen diese sich durch Vulkane. Doch vor allem türmen sie die längste Gebirgskette der Welt auf, die Anden. Seit über 100 Millionen Jahren zwingt die Drift der Kontinente die ozeanische Erdplatte im Westen Südamerikas zum Abtauchen. Es entstehen gewaltige Spannungen. Teils entladen diese sich durch Vulkane. Doch vor allem türmen sie die längste Gebirgskette der Welt auf, die Anden. Seit über 100 Millionen Jahren zwingt die Drift der Kontinente die ozeanische Erdplatte im Westen Südamerikas zum Abtauchen. Es entstehen gewaltige Spannungen. Teils entladen diese sich durch Vulkane, doch vor allem türmen sie die längste Gebirgskette der Welt auf, die Anden.